Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 3. Ja, nachdem wir in der letzten Folge unerwartet auf einen Hexerkollegen der Wolfschule getroffen sind, unseren lieben Freund Lambert, der allerdings nicht auf der Jagd nach einem Monster ist, sondern auf der Jagd nach einer Bande von Mördern, die einen guten Freund von ihm, den Eidan, einen Hexer der Katzenschule, getötet worden war von diesem Menschen, haben wir beschlossen, ihm zu helfen, und eine weitere Spur führt uns nach Skellige. Doch, wir wollen jetzt noch nicht nach Skellige reisen, sondern wollen zurück nach Novigrad und uns mal eben bei Rittersporn und unserem Zwergenfreund Zoltan treffen. Mal sehen, wie es denen geht. Was sie so treiben. Vielleicht können wir noch mal das ein oder andere erfahren. So, dazu muss ich jetzt erstmal in die Stadt zurück. Über die kleinen Vororte hier. Wenn mich denn das Pferd lässt. Wie heißt denn das, die Taverne noch? Rosmarin und Thymian, genau. Was soll die Eiloling? Da wollen wir jetzt hin. Vielleicht treffen wir noch auf die liebreizende Priscilla. Die Nachtigall, der Singen für ein kleines Liedchen. Vielleicht finden wir auch eine neue Quest dort. Dieses Haus. Wo gehst du hin? Ja, immer schön aus dem Weg gehen, wenn ich komme. So, hier müssen wir rum. Na. Gib uns einen Koffer. Wir haben es ja auch endlich mal geschafft, hier bei der Bank vorbeizuschauen. Jetzt muss ich erstmal den Weg eingeben hier. Ich rede und rede und habe aber keinen Wegpunkt eingegeben. Kabarett trifft Rittersporn im Rosmarin und Thymian. Da sind wir mal wieder ein bisschen falsch geritten. Oh. Gesundheit. Hier müssen wir lang. Ist schon eine verdammt große Stadt, dieses Novigrad. Jetzt müssen wir den halben Weg jetzt zurückreiten. Bist du mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Na, wo ist es denn? Ja, sag mal. Ich glaube, da vorne ist es. Und da sind wir auch langsamer. Schon. Langsamer. Nicht in die Fähre. Ist das eine... Was ist denn hier jetzt los? Der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Habe ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als tausend Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Na, das riecht doch schon wieder nach Ärger. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel. Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde.
Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Ja, den kennen wir ja auch. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Ja, was tut man nicht alles für Freunde? Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Tja. Und schon wieder eine neue Quest. Willst du das wirklich? Ich glaube, wir kommen in das Gellige. Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Darum erwäge ich ja... Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Scheiße. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Was ist denn hier los? Priscilla? Priscilla, was ist los? Bleib doch stehen. Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Okay. Rittersporn, was hast du jetzt wieder angestellt? Eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Das sieht ja aus wie in einem Bordell hier. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld, also... Wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wie bist du auf diese Kabarettidee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das. Warum nimmt er keinen Kredit auf? Vielleicht kriegst du bei Vivaldi einen Kredit. Ich würde für dich bürgen. Kurios, dass du es erwähnst. Ich war schon bei Vivaldi. Weißt du, was er gesagt hat? Hexer taugen nicht als Bürgen. Zu hohes Risiko eines vorzeitigen Todes. Aber ich hätte noch eine Idee. Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Sirikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Sophronia? Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Okay.
Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Was? Wo ist von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nicht zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Hallo, Dudu. Wie geht's, Dudu? Mittelprächtig. Früher hätte ich vielleicht wunderbar gesagt, aber ich kann nicht klagen. Ich bin noch in einem Stück und nicht auf dem Scheiterhaufen. Dudu, sag mal, der Halbling Biberfeld ist von einem wohlhabenden Kaufmann zu einem armen Schlucker geworden. Wie? Willst du die lange oder die kurze Version? Die kurze, bitte. Der Krieg. Ich dachte, Kaufleute profitieren vom Krieg. Manche schon, aber ich habe eine schlimme Schwäche. Ich bin ehrlich. Ich konnte aus dem Leid anderer keinen Profit schlagen. Ich habe Steuern gezahlt, ich habe die Bücher nicht frisiert. Dann sank ein Schiff beladen mit meinen Gütern. Irgendwie habe ich das überstanden, aber ein zweites fiel Plünderern aus Gellige zum Opfer und damit war ich pleite. Als die Inflation kam und die Zinsraten stiegen, war ich am Ende. War es denn so, Caleb Menge zu sein? Ich muss sagen, dein Menge ist eine tolle Nummer. Erinnere mich nicht dran. Ich bin reichlich angeekelt. Komm schon. Er war doch nicht so schlimm. Du verstehst nichts. Ein Doppler nimmt mehr an als nur das Erscheinungsbild. Ich weiß jetzt, was dem Halunken im Kopf herumspukte. Als ich er wurde, verging keine Stunde und ich verspürte den Drang einer Zauberin, die Finger zu brechen. Nach 2 Stunden wollte ich jemanden pfählen. Und dann packte mich eine paranoide Angst vor einer Dopplerverschwörung. Bist doch selber ein Doppler. Hast du nie überlegt zu gehen und Novigrad zu vergessen? Wieso? Um vom Regen in die Traufe zu kommen? Hier ist der Krieg noch nicht angekommen. Der Hunger steht noch nicht vor der Tür, auch wenn die Zukunft nicht rosig ist. Aber du musst doch kein Mensch sein. Warum probierst du nicht was anderes aus? Ich habe im Laufe der Jahre schon viele Formen angenommen. Doch das Leben als Mensch ist trotz allem am interessantesten. Immerhin regiert ihr Menschen die Welt. Na gut. Pass auf dich auf. So stehen. Oh, diese Frömmler sind nicht schlau genug, um mich zu enttarnen. Was macht man denn jetzt als erstes? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaf. Gehen wir erstmal zu unserer Truhe, packen erstmal unsere Lichtsachen aus. Willst du behaupten, ich bin nicht gut im Geben? Man braucht Talent zum Geben. Und alles schön wieder zurück in die Truhe. Diese Stiefel tun wir auch rein. Trophäen auch. Aber wir haben schon eine beeindruckende Sammlung hier. Muss ich schon sagen. Dann tun wir nochmal die nicht benutzten Armbrustbolzen da rein. Waren doch hier die Zielbolzen, ne? Oder was war das hier? Breitkopfbolzen. Okay, kommen auch rein. Diese beiden Runen auch. Könnte ich irgendwann noch mal die ganzen kleinen hier verscherbeln. Aber das machen wir ein anderes Mal. Gut.
was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen mal die Quest um Rittersporn. Dazu laufen wir mal eben schnell um die Ecke zu Lady Irina. Oh, wo gehst du hin? Du bist Chase. Mal kurz die Quest aktivieren. Cabaret ist schon aktiviert. Dann holen wir uns mal dieses Holzschwert und dann bin ich mal gespannt, was unser Freund Rittersporn aus welchem Dorf kommst du? Inszeniert hat, um an das Geld dieser Frau zu kommen. Hier wird nicht rumgehangen. So, wir müssen ja gleich um die Ecke sein. Es wird regnen. In einem kleinen Hinterhof, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Hier muss das sein, genau. Hier ist die Theater. Wie sagt man goldrichtig? Hey. Baden müssen flink mit der Kugel sein. Hexer flink mit dem Schwert. Hey, alles bestens. Donnerschlag, was für ein Schlechter. Ja, ne? So, Lady Irina, wo bist du? Ah, hier drüben im Gebäude. Da steht sie auch schon. Ah, wie schön, dich zu sehen. Du und Dudu, ihr kennt euch gut? Ja, obwohl er nie viel über sich selbst gesprochen hat. Früher war er wohl ein Kaufmann. Dudu hatte schon immer ein Händchen für den Handel. Aber er war wohl zu aufrichtig, um in Novigrad reich zu werden. Ich habe ihm das auch immer gesagt. Er kann seine Gestalt so oft er will ändern, aber letztendlich kommt immer seine Anständigkeit durch. Wahrscheinlich konnte er sich darum nie in Rollen wie Meuchelmörder oder Tyrannen zurechtfinden. Aber einen Diener oder den Geist des alten Königs konnte er prima spielen. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Gut, den Teil haben wir erledigt. Bei einem Sturm kann man flüchten. Aber nicht vor Rittersporn auf Einbruch der Dunkelheit bei Sophinas Haus. Dann machen wir uns da mal auf den Weg hin. Ein kleiner Dauerlauf, ein bisschen Jogging kann nicht schaden. Was ist denn hier los? Warum schreit ihr? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin's doch nur. Der nette Witcher aus der Nachbarschaft. Hier geht's ja rund. Der Wind heult. Danke. Nicht schon wieder Kopfweh. Ah, hier müssen wir hin. Ah! Okay. Oh, das war falsch. Ich will dich nicht abschießen hier. Nach Einbruch der Nacht. Das heißt, wir müssen kurz meditieren. Sagen wir mal. Bis 21 Uhr. Ah, na endlich. Da ist er ja. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Hm,
traurig, die Kleine. Sofort stehen bleiben. Ach, du was Schande. Soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. En garde! Du bist besser, als ich dachte. So, was sollen wir jetzt machen? Wir gehen zum Roten Rächer. Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch! Da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Nein, 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 nein. Was für eine armselige Vorstellung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Aber es scheint geklappt zu haben. Machen wir uns mal auf den Weg zurück zum Rosmarin und Thymian. Mal sehen, was Rittersporn erreicht. Dämon! In so herrlicher Natur. Wunderbar. Und wie lief's mit diesem Tor? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen. Wo war's denn? Ach, da müssen wir lang. Okay. Über die Brücke rüber. Was sind da denn noch für Gestalten drin? Was denn hier passiert? Hier müssen wir immer mal welche gekämpft haben. Norvik hat es nicht ein Revier. Hatten unser Lager ein Beute eingesackt. Wird wieder mit der Schlinge jagen. Und da sind wir auch schon wieder Rosmarin und Thymian. Und einfach mal kurz mit. Der alte Numan hat. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nicht zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Ich drücke immer auf die blöde Armbrust. Machen wir mal 8 Uhr. 8. Dann lass es mal kurz rasten. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht. Und heute sind wir da. Das Material ist komplett. Und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Oh, das sollen wir jetzt entscheiden? Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration, aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir, aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Ach du Schande. Gut, wir wollen ja ein Kabarett haben. Dann nehmen wir den Boudoir-Stil. Passt besser zum Kabarett. Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor. Solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren. Schluss mit dem Nasebohren! An die Arbeit! Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein.
Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Schon wahr. Er lebt nach dem Prinzip, dass ein genossenes Leben ein gutes Leben ist. Spotte nicht. Tue ich nicht. An dem Prinzip ist nichts auszusetzen. Rittersporn weiß einfach, wie man das Leben genießt. Das ist gut. Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Diese ganze Kuh kommt zwar gar nicht zur Ruhe hier wegen dem Kerl. Was ist nochmal mit Foltes passiert? Nicht, dass er hier noch irgendwie du willst, Chase. Nochmal entführt wurde oder gar Schlimmeres. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Ja? Nicht der Rede wert. So, hier drüben. Ach, da klopft er ja schon an die Tür. Polly, alles in Ordnung? Mach auf! Ich dachte, du redest nur. Tänze. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Warum nicht? Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drin vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du von diesem Zweitschlüssel? Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Hubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Suchen wir den Schlüssel. Gut, suchen wir den Schlüssel. Gut, Hexersinne. Was gefunden? Ah, ich habe hier was gefunden. Das Übliche unter einem Stein. Nicht hier. Nein? Dann räumen wir mal hier alles aus, vielleicht... Nicht hier. Finden wir den hier? Ach, da hinten sehe ich schon was. Was ist denn das hier? Ein alter Eimer? Ah, der Schlüssel. Gut. Verdammt. Gehen wir mal rein. Wo würde sie... Polly! Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Okay.
Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Hubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall... schätze ich. Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Endlich ich mal. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Eine Situation, die wir ohne Kampf gelöst haben. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler, der wird was erklären müssen. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Und schon wieder ein bisschen durch die Gegend latschen. Dafür hole ich mir jetzt ein bisschen Unterstützung von Plötze. Lauf, Plötze! Dann geht das ein bisschen schneller. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe! Mein Papa ist Hexenjäger. Er jagt alte Schafanen. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Du bist ein bisschen verritten hier. Kann das sein? Dann hüpfen wir mal hier hoch. So Plätze. Schrecklich blass. Mensch, hast was du ist Angst? Denn jetzt hier los? Ja, war doch eine ganz interessante Quest. Ohne großartiges Gebalge. Mit ein bisschen Wortwitz. So, nicht so schnell, Plätze. Drucker sein. Und da drüben sehe ich auch noch eine Nebenquest. Oh nee. Was ist denn hier los? Ein Bandit. Was ist denn hier passiert? Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nein, nein, nein. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Ja, das hatte ich auch gedacht. Schlechte Idee. Das wirst du bereuen, Mutant. Jetzt kriegen wir hier noch die Fresse, oder? Ja, komm, mach ihn fertig, bevor der andere von hinten kommt. Ja, dann haben wir nämlich schlechte Karten. Wo ist der denn jetzt abgeblieben?
versteckt dann. Oh, wir haben ja schon die Hälfte der Hitpoints runtergeholt. Oh, wieder zwei Treffer. Jetzt nehmen wir mal ein paar schwere Schläge. Und das hat geklappt. Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Jetzt muss ich zu den Anwesen der Wegelboots reiten. Oh Mann. Das hört ja gar nicht auf hier. Aber hier haben wir noch eine Mini-Quest. Was können wir denn hier machen? Psst, Grauhaar, hierher! Ein wenig feucht. Heya! Psst, Grauhaar, hierher! Sieht aber ganz zwielichtig aus. Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten. Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen auch was. Warum nicht? Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Ich brauche erst eine Spur. Irgendwelche Ideen? Ja, er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation. Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Aber das machen wir ein anderes Mal. Wir wollen jetzt ja zum Anwesen der Wegelboots. Das liegt etwas außerhalb der Stadt. Deshalb müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Du bist bleich wie der Tod. Damit wir den Rautleck finden werden. Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, hier würde ich mich nicht verstecken. Der Hexer liegt falsch. Bin nicht rumgegangen. Fein, fein. Plätze. Hast du dich jetzt wieder versteckt, Paul? Pass auf, wo du hintrittst. Da hinten. Beweg dich. Los, ab. Ja, das wird eine ganz schöne Odyssee werden hier durch die Stadt und die umliegenden Gebiete. Ja, ich bin schon unterwegs. Wegelboot, war das nicht die Quest mit dem Maskenball, wo wir den Sohn von dem Anwesen geschafft haben, vor dem Hexenjägern, damit er nicht verbrannt wird? Ich glaube ja, ne? Ist das sein? Den ganzen Tag unterwegs. So leid. Er wird nicht rumgegangen. Das wird per Schnellreise erledigen. Mal gucken auf der Map. Ja, das können wir machen. Das ist gut. Bleib mal stehen. Können wir das Ganze ein bisschen abkürzen. Brauchen wir den ganzen Weg nicht rüberreiten. Und Schnellreise. Da sind wir auch schon. Das Anwesen der Wegelboots. Hier finden immer so Pferderennen statt. An dem haben wir auch schon mal teilgenommen. Gegen einen General, dessen Namen ich vergessen habe. Mal wieder. Ich werde alt. Und hier gibt es auch noch eine West, wenn ich das richtig sehe. Ich habe keine große Wahl mehr. Und hier ist Rautleck. Komm schon, Kumpel. Ich habe. Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja. Sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten.
Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich die Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Ich gewinne das Rennen für dich. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der Schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Okay, wir sind hier auf einer Geraden. Oh, es gibt sogar Hindernisse, oder wie? Nee. Ah. Wir haben die Führung übernommen. Wunderbar. Ich hoffe, unser Pferd Klötze hält das Tempo durch. Wir passieren jetzt den nächsten Wegpunkt. Der Gegner ist immer noch hinter uns. Ich kann leider nicht sehen, wie weit er entfernt ist. Unsere Ausdauer geht dahin. Wie weit müssen wir denn noch reiten? Einmal um das ganze Anwesen herum. Wir werden mal ein bisschen Pause machen, damit sich unser Gaul ein bisschen erholt. Oh, da kommt der andere schon wieder. Er ist knapp hinter uns. Aber ich glaube, wir sind am Ziel. Sieht ganz so aus. Jawohl, wir haben gewonnen. Wunderbar. Langsamer. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gern eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Nun gut. Haben wir das auch gepackt. Jetzt können wir aber noch mal eben gucken, was es mit dieser Quest hier auf sich hat. Meisterlich gefertigter Waffel. Haben wir bekommen. 35 Ausdauer. Für unser Pferd. Wieso kann ich jetzt nicht hier... Dann machen wir das so. Ja, ist der andere Sattel besser. Habe ich mir schon fast gedacht. Der Rennleiter möchte was von uns. Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Okay. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Geralt von Riva, auf Plötze. Famos. Dein Gegner, lass mich mal schauen. Seamus Holt auf Athos. Noch ein Rennen. Teilnehmer in den Sattel. Noch mehr Zweifel, auf drei, eins, zwei, drei und los. Und los, komm, Plätze. Lauf, 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 lauf. Ja, wir müssen die Strecke jetzt nochmal machen. Aber wir kennen uns ja schon ein bisschen aus. Und wir haben auch den besseren Sattel. Das heißt, unser Pferd hat die bessere Ausdauer. Unser Gegner ist knapp hinter uns. Wir haben einen leichten Vorsprung. Ja, er wird langsam größer, wenn ich das richtig sehe. Wahrhaftig und lebendig. Ich muss aber auch die Strecke im Auge behalten, nicht, dass ich den hier auf einmal von ihr abkomme. Wir müssen jetzt die Hälfte geschafft haben. Ein kurzes Pferd ausruhen für den Endspurt. Aber da ist er auch schon wieder. Mein Gott. Komm, Plätze, jetzt mach nicht schlapp. Wunderbar. Herhören, herhören. Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva. Auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Können wir jetzt noch ein Rennen machen? Nicht übel.
Aber machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz hätte härter sein können. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ja, mach mal. Ich will noch einmal teilnehmen. Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner ist diesmal Burggraf Rommer auf Caniculus. Der Burggraf reitet inkognito. Ich muss also um Diskretion bitten. Okay. Was hat das mit dem neuen Sattel auf sich? Teilnehmer in den Sattel. Noch ein Mutant. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und los. Und los geht's, Plätze. Mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen mehr Vorsprung rausholen können. Auf jeden Fall haben wir wieder die Führung übernommen. In diesem dritten Rennen für uns. Aber ich glaube, die Strecke ist diesmal anders, wenn ich das richtig erkenne. Ich mag diese kleinen Spielchen, muss ich dazu sagen. Mein Opa ist krank. Es bringt ein bisschen Abwechslung dabei. Obwohl das bei mir nicht zu oft sein darf. Hier kann ich schon wieder das Interesse verlieren, aber bis jetzt läuft alles gut. Ich muss das Pferd ein bisschen ausruhen lassen. Komm schon, Plätze! Ich glaube, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Endspurt. Sag mal, hat denn der andere überhaupt kann ich den blockieren? Komm schon, Plätze, komm. Auch dieses Rennen müssen wir gewinnen. Ach, wir können ihn tatsächlich doch ein wenig blockieren. Der ist fast noch vorbeigelaufen. Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Gerald von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Auch dieses Rennen wurde gewonnen. Wunderbar. Bravo! Glückwunsch! Du hast mit Stil gewonnen. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ich möchte mal eben kurz gucken, was wir Neues im Inventar bekommen haben. Ob das irgendwie uns weiterhilft. Nee. Die Sadetaschen sind auch schlechter. Noch ein Rennen? Das letzte Rennen. Nimmst du teil? Auch wenn wir die Folge jetzt mal ein bisschen überziehen werden. Ich will es noch einmal versuchen. Bist auf den Geschmack gekommen, wie? Dein Gegner ist Luke Wegelbuth, der junge Vetter des Herrn Albert, auf Succubus. Aha. Er ist das schwarze Schaf der Familie, aber er hat noch kein Rennen verloren und gilt darum als Lokalmeister. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins, diesmal haben wir auch noch Regen. Zwei, drei. Und los. Und los. Komm. Und wieder geht's über die Strecke. Ein drittes Mal. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. Wir haben den Gegner ein bisschen hinter uns gelassen. Das heißt, wir können uns eventuell gleich ein kleines Fäustchen gönnen. Gott, fast wäre ich hier falsch abgebogen. Ausdauer schwindet. Oh nee! Das gibt's doch nicht. Verfluchte Kiste nochmal. Das lief ja nicht optimal für dich. Nein, na, ich bin neben der Strecke gekommen. Es gibt immer ein nächstes Mal. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ich will es noch einmal versuchen. Bist auf den Geschmack. Er ist das Schwarze. Teilnehmer in den Sattel. Okay, auf ein neues. Eins, zwei, drei. Und diesmal muss ich mich ein bisschen konzentrieren, also seid mir nicht böse, los, lauf, wenn ich jetzt ein bisschen weniger reden werde, damit das hier nicht nochmal passiert. So, hier links rum. Das war ja eben doof.
Diesmal ist der Gegner nicht so weit weg. Oh, das ist doch echt. Der Gaul reagiert manchmal echt träger hier. Auf die Kommandos. Ich muss nur versuchen, hier in der Mitte des Weges zu halten. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh, jetzt haben wir hier auch noch irgendwelche Gegner. Hier war gerade die Stelle, wo wir falsch geritten sind. So, die Ausdauer ist ein bisschen runtergegangen. Versuche hier ein wenig zu blockieren. So, Ausdauer ist wieder voll. Mal ein bisschen Gas geben. Müssen aber gleich wieder im Ziel sein. Und dann hoffe ich, dass wir diese Pferderennen hinter uns gelassen haben. Mit dem Titel Meister von Novigrad oder irgendwas in der Art. Wo ist denn unser Gegner? Hat er aufgegeben? Los jetzt keinen Scheiß bauen, Alter. Das sag ich dir. Da ist schon die Ziellinie. Herhören, herhören! Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Gerald von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Heil Cäsar. Fantastisches Rennen. Glückwunsch. Welch ein Sieg. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Überlegener Kavalier. Mal gucken. 70 Ausdauer. Ja, das passt doch. Das können wir gebrauchen. Was kriegen wir noch? In einem Zirkus. Nun, XB, das könnte ziemlich profitabel sein. Gerald von Riva, nicht wahr? Was passiert jetzt? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Leb wohl. Ist das einer von Hackers Jungs? Jetzt fehlt nur noch ein Sturm. Wollen wir mal kurz den Brief lesen? Wo ist der denn? Da. Nee, da. Manuskript. Was ist das für ein Manuskript? Achso, das ist das Manuskript, was Rittersporn uns gegeben hat, wo wir den inszenierten Überfall da gestellt haben. Gut. Hexer, ich habe von deinem Sieg beim Wegebootrennen gehört. Solches Talent darf man nicht verschwenden. Es muss sogar entwickelt werden. Und um das zu gewährleisten, muss es großzügig belohnt werden. Wenn du an der Entwicklung oder an der Belohnung interessiert bist, komme ich in meinen üblichen Hauptquartier besuchen. Varese. Okay. Was haben wir denn da unten noch? Notizen des Barons. Achso, das geht über die Gewinnkarten. Gut. Wir machen uns auf den Weg nach Novigrad, zurück zu Rittersporn. Zum Großmarin und Thymian. Nehmen auch hier wieder den Schnellreiseweg. Oder Punkt. Möglichkeit. Wie auch immer. Damit wir diese Quest auch in dieser Folge mal abschließen können. Wir haben schon wieder eine ganz schöne Zeit gebraucht, um das alles zu bewerkstelligen. Wo ist denn der Platz da? Da müssen wir hin. Und wir sind wieder in Novigrad. Ah. Und hier ist auch schon das Rosmarin und Thymian. Was hast du denn so gehört? Ins Chamäleon. Heute ist große Eröffnung. Die Krönung des Abends. Oh, der ist ja so hübsch, dass er die Hände eine Vorstellung des berühmten Duos. Ich hab's dir gesagt, es ist ein trauriges, melancholisches Stück. Es bedarf einer Molltonart. Aber ich wollte... Alles verderben.
Wir beginnen in E-Moll. Hallo, Rittersporn. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, Theatergemäßeres erwartet. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Naja, was man auch tut, man macht es falsch. Dabei habe ich gedacht, wir hätten in seinem Gutdünken gehandelt, als wir dieses Interieur ausgewählt haben. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Gerne. Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Na? Kriegt der... Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie verspätet sich, natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schale. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann. Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Wilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte. Natürlich. Gehen wir. Was ist denn jetzt passiert? Das wird ein richtiges Drama hier und endet in einer Tragödie. Götter, Priscilla, wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio Cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen.
Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, hundertfach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rettersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Die Analogie in allen Ehren, aber dieser Tumor wird nicht da sitzen und auf seine Exzision warten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich bezweifle, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Das weiß ich sehr gut. Und ich versichere dir, ich kann auf mich aufpassen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man sein Leben lang ein Skalpell geschwungen hat und kein Schwert. Sieh dir diese Narbe an. Nur Mut. Hast du eine Ahnung, was solche Spuren hinterlässt? Ein Flegel. Ein Morgenstern vielleicht. Was glaubst du? Habe ich den Schlag am Operationstisch kassiert? Lass mich wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und ich will helfen. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Bereit bin ich. Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Kein Problem, alter Freund. Geh voran. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Verstehe. Ich habe versucht, die Tempelwache in die Kanalisation zu schicken. Vergebens. Da habe ich die Sache eben in die Hand genommen. Aha. Kostenlos? Ihr verdammten Idealisten macht uns noch das Geschäft kaputt. Gut. Bevor wir jetzt die Kanalisation hier überprüfen und Spuren und Hinweise auf den Täter zu suchen, der Priscilla angegriffen hat, werden wir hier abbrechen müssen. Leider, ich würde es gerne noch weitermachen, diese Folge, aber die Zeit sitzt uns im Nacken. Wir haben schon lange, lange überzogen. Ich muss auch schon überlegen, ob ich diese Folge splitte. Aber wir werden es in einer der nächsten Folgen weitermachen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es wird, ich denke mal, wieder spannend werden. Bis dahin, alles Gute, macht's gut.